fröhliche, o du selige, geschenkebringende Weihnachtszeit. Sie ist eröffnet, die Jagd nach den schönsten Geschenken. Viele Deutsche sind jetzt auf der Suche nach originellen Gaben für Familie und Freunde. Und das zu einem guten Preis, denn das Weihnachtsbudget fällt eher klein aus. Auf günstige Rabatte und Aktionen kann man jetzt, einen Monat vor Heiligabend, allerdings nicht mehr warten. Ich gucke halt, dass es halt nicht übermäßig teuer wird. Der Preis spielt natürlich eine Rolle heutzutage, weil es wird alles teurer. Da muss man schon bei anderen Sachen dann ein bisschen einsparen. Also es gibt Limits nach oben, das ist sowieso klar. Da spielt der Preis weniger eine Rolle, wenn der Zeitdruck da ist. Ja, ein Geschenk muss halt vom Preis her stimmen und Qualität muss passen. Wer für Heiligabend günstig shoppen möchte, sollte es wie die Amerikaner machen. Sie nutzen den Cyber Monday am 1. Dezember 2014, um in vielen Online-Shops hohe Rabatte auf aktuelle Ware abzuräumen. Der digitale Shopping-Trend ist in Amerika schon seit Jahren beliebt. In Deutschland noch relativ unbekannt. Der Cyber Monday ist ja ein in den USA schon seit längerem verankertes Marketingphänomen. Auch bewusst aufgebaut zum Black Friday für den stationären Handel. In Deutschland gibt es auch viele Schnäppchenjäger und preisbewusste Konsumenten, die erst noch lernen müssen, dass es diesen Tag gibt. Anders als bei üblichen Rabattaktionen können Online-Shopper am Cyber Monday nicht nur vergünstigte Restposten einkaufen, sondern auch satte Preisnachlässe auf aktuelle Ware erhalten. Der US-amerikanische Online-Versandhändler Amazon hat den Cyber Monday 2010 nach Deutschland geholt und den Schnäppchentag auf eine ganze Woche ausgedehnt. In diesem Jahr startet die Cyber Monday-Woche am 24. November. Rabattaktionen, Promotions können auch im Online-Bereich durchaus eine Belohnungsaktion im Gehirn des Konsumenten auslösen und somit den Konsumenten aktivieren, dass er am Cyber Monday auch tatsächlich dann seine Einkäufe tätigt. In der Cyber Monday-Woche kann man sich entspannt von der Couch aus ein paar echte Hingucker für den Christbaum sichern. Und dabei nicht nur die Nerven, sondern auch das Portemonnaie schonen.